Guck mal, was ich hier ergattert habe. Ein Ben & Jerry's Peanut and Butter Cookies Ice Cream in Rayon. Das war mir aber egal. Mir ging es eher darum, dass es ein neues Ben & Cherry mit SCH Cherry ist. Und wo geht denn das auf? Nee, ist gar nicht kalt in der Hand. Ja, hat ja super was gebracht. Ah. So, es ist mega schwer. Brauchst du Hilfe? Was ich brauche, ist Schlaf. Boah, guck mal, wie prall gefrüllt das schon ist. Geiler Scheiß. Riech mal. War klar. Und? War kalt, wa? Nö. Ich denke mal, das Dunkle sind die Keksis und das Braune ist die Erdnussbutter. Hm, ist die Erdnussbutter. Jo. Gekauft in der Metro. Mir ganz anders vorgestellt. Es ist bei Weiden nicht so süß, man merkt, da fehlt die Milch, das Kuhding. Was haben die denn hier benutzt für einen Kokos? Ja, pflanzliche Fette und Öle, Kokos, Erdnuss, Sonnenblumen, Erdnusspaste und Stückchen. Ja, voll lecker. Also dieses Kokos kommt voll durch, finde ich. Okay. Wackel mal bitte nicht so sehr am Tisch rum. Oh, hier ist ein mega Cookie. Oh, was kommt denn hier noch zum Vorschein? Guck mal, da ist noch irgendwas Weißes im Keks. Eigentlich geht es darum, wie es schmeckt und das ist lecker. Das hat Ben & Jerry. Boah, guck mal, dieser Keks, diesen Brockenkeks, den ich jetzt hier raushole, geht da unten immer noch weiter. Oh, der Keks ist lecker. Also Eis weg, nur Keks. Ja. Das Eis, die Eiscreme an sich, die haut mich nicht so ganz vom Hocker. Nee, dann krieg ich die Eiscreme und du bekommst den Keks. Okay, ist dir? Es ist schön erdnussig. Ich glaube, also prinzipiell finde ich es echt lecker. Da kann man gar nicht meckern. Aber ich bin halt zu sehr an die tierischen Produkte gewöhnt, dass mir dieses vollmundige, cremige, doll süße von den Tieren. Ich mag das schon wieder am Tisch. Mach doch nur. Doch. Das fehlt mir so ein bisschen. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das rein vegan ist, ist das mega lecker. Ja. Ich find's gut, aber. Und ich finde, hier musste. Ich finde es halt gut, dass hier kein Tier leiden muss, außer das Wagentier, wenn ich halt auch die Waage drehe. Tschüss. Ja. Kann man mal so
so wegschnabulieren, das ist. Wie viele Kalorien hat eine 100? 282, das finde ich in Ordnung. Ja. Es kriegt von mir trotzdem nur 8 Punkte. Weil Cookie Doo von Ben & Jerry's ist halt Cookie Doo. Und das schmeckt mir tauschen mal besser. Nö. Ne? Nö. Ich krieg 9. Ich find's gut. Ja. Ich find alles gut. Eins an. Doch. Mutti, hast du noch was hinzuzufügen? Nö, außer lecker. Und? Und nochmal lecker. Also, lecker Schmecker. Super. Wir gucken jetzt weiter Netflix und Chill mit Ben & Jerry's.